Wie sie rumglitschen. Auch wieder keine einzige Stelle frei. Direkt den Hintern rausstrecken. Oh mein Gott, sie machen das gleich wie die Schweine. Wir müssen einfach 1000 Kuhgesichter angucken. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Video auf meinem Kanal. Ganz wichtig zu sagen, ich habe ja gestern Halstour gemacht. Das seht ihr ja auch schon so ein bisschen. Da ist noch Folie drauf. Dementsprechend ist es jetzt extrem schwer, die nächsten mindestens 3 Tage meinen Kopf überhaupt zu bewegen. Dementsprechend wird das Video heute, morgen und übermorgen auch kürzer. Also wahrscheinlich nur 6 bis 9 Minuten oder sowas. Danach auf jeden Fall wieder die 13 bis 15. Da es halt eben vor 2 Tagen, glaube ich, um Schweine ging, geht es heute um Kühe. Ich hoffe ihr einfach, ihr habt Spaß heute an diesem Kuhvideo. Alleine, dass ich meinen Hals nicht ausstrecken kann, ist schon ultra nervig. Läuft die ganze Zeit so gebückt. Also das seht ihr jetzt nicht, aber nach 3 Tagen kann die Folie frühestens runter, beziehungsweise einfach safety first so. Und danach geht es wieder ganz entspannt. Wir schauen uns natürlich die Statistiken von Kühen an. Allein, dass ich das wirklich sagen muss, dass wir Statistiken von Kühen angucken. Wow. Niemand juckt Statistiken von Kühen. Wenn doch, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ja, ich droppe natürlich jetzt mal zur Sicherheit. Was ist zur Sicherheit? Einfach mal eine Kuh. Und zeig sie euch mal. Krass, oder? Aber Kühe sind schon putzig, oder? Wenn wir es jetzt mit Schweinen vergleichen, die hatten ja die Augen hier und hier, so ganz an der Seite. Nein, nein, nein. Hallo, jetzt dreh dich mal um. Und die Kühe auch, aber ich glaube, die Schweine hatten die nicht 3 Pixel hier so? 1, 2, 3? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ähnlich zu den Schweinen. Ach, euch interessiert bestimmt auch was, weil ich habe euch ja letztens erzählt in dem Schweinevideo, was Schwein auf Italienisch heißt. Deswegen interessiert es euch bestimmt auch, was Kuh auf Italienisch heißt. Oder vielleicht auch nicht. Ich erzähle es euch trotzdem. Wacker. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach in die Kuh rein. Nein, 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 wartet, wir gehen nicht in die Kuh rein. Keine Ahnung, ich glaube, wir fangen einfach im Dachboden an. Und jetzt wird es auch schon wieder Nacht. Keine Ahnung, wann ich die Wände damals gespeichert habe. Ist das nervig. Aber du kommst heute ganz schön viele Freunde. Kuh? Dachten wir gerade, mir fällt vielleicht ein Name ein, aber es gibt keinen guten Namen für eine Kuh. Doch, Helga. Oder? Ist doch wirklich so. Okay, Helga, du bekommst jetzt Freunde. Um genau zu sein, 999. Ich hoffe, du freust dich. Wir hatten das ja gleich schon mal mit Pilzkühen. Ich bin aber ehrlich, ich weiß nicht mehr, was genau da passiert ist. Also es war, glaube ich, einfach eine Haus voller Pilzkühe. Ja gut, das Geile war an Pilzkühen, dass die Nahrung gegeben haben. Also das war echt satisfying. Ich starte jetzt auf jeden Fall mal. Beziehungsweise wir schlafen vorher nochmal eine Runde. Weil ich habe jetzt nicht so Lust, hier in der Nacht zu spawnen. Gute Nacht, Helga. Okay, sie hat keinen Bock auf mich. Aber es ist halt natürlich cool, dass wir jetzt eine Farbdifference haben. Weil die Pilzkühe waren natürlich rot bzw. weiß. Und die sind jetzt schwarz und weiß. Oder braun und weiß. Das ist echt voll geil. So eine Facecam, ihr seht nicht mal mein Tattoo. Also ich spoiler euch nicht mal. Ich zeige es euch natürlich, sobald es abgeheilt ist. Gar keine Frage. Aber bis dahin dachte ich vielleicht, so ein Video spoiler ich euch voll, dass ihr schon irgendwie was seht. Aber tut ja irgendwie gar nicht. Weil mein Kopf da im Weg ist. Ach man, ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, die nächsten 3 Tage, wie gesagt, kann ich halt irgendwie nur rumliegen und meinen Kopf kaum bewegen. Okay, kurzer Check. Ich habe ja jetzt nicht speziell nur im Erdgeschoss oder speziell nur im Dachboden was gespawnt, sondern überall. Und ja, Dachboden ist schon am vollsten. Ich bin mir so hundertprozentig sicher, es wird wieder so ablaufen wie bei den ganzen anderen Tieren, dass mit der Zeit fast alles runterläuft und dann im Endeffekt im Erdgeschoss am meisten sein wird. Es ist doch immer so. Oh mein Gott, das wäre ganz gut, dass wir jetzt gleich in die Statistik reingehen. Es gibt einfach einen Text für Kühe. Was? Kühe sind passive Kreaturen. Daher fliehen sie vor Angriffen, ohne sich zu wehren. Sie meiden Gefahr wie Abgründe oder Lava. Kühe bewegen sich ziellos durch die Spielwelt. Sie sind in der Lage, einen Block hochzuspringen und so auf Anhöhen zu gelangen. Es ist einfach die langweiligste Kreatur, die es gibt. Anders gesagt, oder? Daher fliehen sie vor Angriffen, ohne sich zu wehren. Das ist gleichzeitig voll traurig eigentlich. Ich weiß nicht, das war aber bisher irgendwie die niedlichste... Naja, wie kann man sagen? Der niedlichste Text irgendwie. Aber ich denke mal, auf Schweine würde das auch zutreffen. Ja, sonst Statistik. Gibt's nichts Krasses. Bei Schweinen haben wir ja getestet mit Weizen, ob wir die gefügig machen können. Oh mein Gott, klingt das falsch. Aber dann müsste das ja actually bei Kühen auch gehen. Wo ist Weizen? Hallo? Oh mein Gott, sie machen das gleich wie die Schweine. Oh Mann, sie folgen einfach auch. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, ob es bei den Schweinen... bei den Schweinen. Bei den Pilzkühen auch geklappt hätte. Ist das gut. Oh ne, jetzt... Ach, toll, jetzt jagen wir alle in den Keller. Ja, okay, sehr witzig. Also klar, wir brauchen uns das nicht genauso anschauen wie bei den Schweinen, weil im Endeffekt ist es genau das gleiche Prinzip. Aber finde ich auf jeden Fall cool, dass man mit Kühen die gleichen Optionen hätte. Weil wir haben uns ja, falls ihr eben das Video vorgestern gesehen habt, dort Gedanken darüber gemacht, ey, okay, vielleicht können wir dieses System mit dem, dass man Weizen in der Hand hält oder eben eine Karotte und diese Tiere einen alle folgen, dass man da irgendwelche coolen Projekte draus machen kann. Überlegt, maybe, wird da was draus. Und jetzt haben wir natürlich noch mehr Optionen mit Kühen. Sonst, wie gesagt, gab es ja nichts Interessantes bei den Statistiken. Beziehungsweise ich versuche natürlich nachher nochmal auf den Kühen zu reiten. Nee, warte, das mache ich jetzt. Weil das ist ich jetzt. Okay, nee, man kann nicht auf Schwein, auf Kühen reiten. Na egal, wie gesagt, das mit dem Weizen ist reich beschaut. Und let's go!
Es ist zu gut. Okay, Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Oha, wie voll. Mir war natürlich klar, dass es extrem voll wird, aber krass, dass doch im Dachboden so viele bleiben. Ja gut, Erdgeschoss ist halt voll, ne? Oh Mann, ihr Kühe. Die unnötigsten Kreaturen, obwohl, also eigentlich sind sie natürlich die harmlosesten und langweiligsten Kreaturen, definitiv. Aber gleichzeitig die sinnvollsten, weil die Kühe ja Fleisch droppen, was du zum Leben brauchst. Anders als so Hexen oder Magier, Eisengolems. Ja gut, uns ist es leicht zu besiegen. Schauen wir uns mal kurz von draußen an. Ist ganz witzig, dass da drüben eigentlich die Freunde von den Kühen sind, ne? Und, oh mein Gott, ich sehe gerade Schafe. Mit Schafen haben wir auf jeden Fall auch noch was zu machen. Schafe kann man scheren und dann bekommt man Wolle. Also klar, wenn man sie eliminiert, bekommt man ja auch Wolle. Ich glaube, man kann sie auch nur scheren. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ja, da gibt es auch ein geiles Feature, wie eben bei den Schweinen. Die Kühe haben irgendwie gar nichts. Ich gehe nochmal kurz in die Statistiken rein, weil es mich doch nochmal interessiert, ob die Kühe nicht doch irgendwas können. Irgendwas Sinnvolles. Kälber versuchen immer einer erwachsenen Kuh zu folgen. Wird der Abstand kurzzeitig zu groß, rennen sie schnell hinterher. Random Fact. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall... Was soll das jetzt? Hallo? Sir? Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall das Ergebnis und let's go. Ja, ein bisschen. Wie sieht es da unten aus? Ja, ein bisschen. Und wie sieht es hier aus? Ja, ein bisschen. Nein, die ist nicht ein bisschen, die ist extrem viel. Wie sie rumglitschen. Ey, das sieht echt geil aus, oder? Diese Glitches oder diese Bugs. Genau das gleiche, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Unten im Erdgeschoss sind natürlich am meisten mit weitem Abstand. Ich habe gar keine Ahnung, warum die immer ins Erdgeschoss gehen. Vielleicht, weil sie da auf Erdhöhe sind. Und weil das ihr gewohntes Umfeld ist, ich weiß es nicht. Sieht sehr satisfying aus. Auch wieder keine einzige Stelle frei. Natürlich passiert jetzt wieder genau das gleiche wie sonst. Mache die Tür von außen auf. Okay, wo ist die Tür? Ist die hier? Nee. Ist die hier? Nee. Ist die hier? Nee, doch, okay. Okay, Freunde, wir lassen euch jetzt frei. Ja, und ich hoffe, es gibt ein cooles Ergebnis fürs Video. Wie man einfach 4 Kühe direkt den Hintern rausstrecken. So ein Ding ist es also. Mach natürlich hier auch wieder auf. Springt ihr? Nö. Na gut, wir lassen das. Und oben natürlich auch. Oben ist am interessantesten, weil da weiß man natürlich nicht, ob die diesen Sprung wagen. Obwohl. Oha! Wie sie rausgequetscht werden. Ah, das fühle ich immer am meisten. Aber das wisst ihr ja. Nee, oben. Ja gut, oben ist aber auch so viel Platz. Da brauchen die gar nicht springen. Ey, wie krass. Diese Optik. Und jetzt Weizen. Die springen wirklich, nein. Ist halt genau das gleiche wie beim Schwein, ne? Leute, nochmal ganz wichtig dazu zu sagen. Habe ich im letzten Video auch schon gesagt, aber das ist natürlich nur ein Spiel, nicht echt. Macht das nicht zu Hause nach. Oh, hier ist aber auch immer noch so voll. Wir müssen einfach 1000 Kuhgesichter angucken. Ich finde das so nice, dass man hier einfach so ein Bild malen könnte. 100% ein Magnet. Wenn man im Kreis geht, dann ist es richtig so eine, wie heißt denn das? Illusion, so eine Illusionsspirale, keine Ahnung. Es ist so crazy. Es ist schon nice, ne? Ich wette, die Kühe würden sich auch denken, so, was geschieht da drüben? Was macht ihr mit unseren Freunden? Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Cooles Ergebnis, aber schon sehr, sehr ähnlich zu den Schweinen natürlich. Mit dem Unterschied, dass der Text halt richtig witzig war und dass man nicht auf ihn reiten kann mit einem Sattel. Aber trotzdem cool. Falls euch dieses leider kurzes Video trotzdem gefallen hat und ihr, naja, mehr davon wollt, würde ich mich sehr über einen Kommentar, ein Follow und ein Like freuen. Also smash den. Ich kann mich nicht krass bewegen, sonst würde ich jetzt smash Like-Button kaputt. Sonst würde ich sagen, war's es mit dem Video. Haut rein und bis zum nächsten Mal.